Okay, ich nehme jetzt meine Tablette, weil ich habe Schmerzen wie blöd. Ich war so viel unterwegs heute. Ja, ist doch er leidet an einer erblich bedingten Leberzirrhose und kann nicht arbeiten. Vor ein paar Tagen hat Familie Böttcher erfahren, dass sie Brustkrebs hat und so schnell wie möglich operiert werden muss. Weil die Böttchers mit dem Wohngeld der Arge überhöhte Nebenkosten nicht zahlen konnten, wurde ihnen gekündigt. Sie konnten nichts dagegen tun. Ein Amtsrichter hat entschieden, die vierköpfige Familie muss die Wohnung räumen, in 3 Wochen schon. Wohnfläche 72,52 Quadratmeter. Seit einem Dreivierteljahr sucht Peter Böttcher eine neue Wohnung für seine Familie. 750 Euro darf sie laut Arge kosten. 8 Wohnungen hat er sich angesehen. Zu 11 Besichtigungen ist er gar nicht erst eingeladen worden. Immer wieder spricht er bei Wohnungsgesellschaften vor. Die haben nachmittags geöffnet. Dann sitzen da manchmal 20 Familien, die ganz dringend auch eine Wohnung suchen. Und es sind nicht alles Familien, die irgendwo von Hartz IV abhängig sind. Das Problem ist, dass die privaten Vermieter es nicht nötig haben, Hartz IV-Empfänger überhaupt in Betracht zu ziehen, weil sie genug andere haben. Und Hartz IV ist deswegen nicht attraktiv, weil sie Angst haben, dass nachdem sie dann vielleicht nicht mehr Hartz IV bekommen, da ist ja Miete sicher, dass sie dann irgendwie doch nicht mietfähig sind. Also die haben einfach Vorurteile gegen Personen, die Hartz IV-Empfänger sind. Gut 32.000 Menschen leben in Wedel. Es gibt aber nur 600 Sozialwohnungen. Die sind zurzeit alle vermietet. Neue Wohnungen für Menschen mit Berechtigungsschein werden nicht gebaut. Investoren haben kein Interesse. Also jedes Unternehmen, das auch nur eine geringe Verzinsung seines eingesetzten Kapitals haben möchte, kann das in Wedel aufgrund der Mietobergrenzen, die die Sozialwohnungen dann haben, eigentlich nicht wirtschaftlich umsetzen. Und darüber hinaus gibt es zurzeit auch aus diesem Grunde keine politische Mehrheit, Sozialwohnungsbau in Wedel voranzutreiben. Heute Nachmittag hat Peter Böttcher seit langem mal wieder einen Besichtigungstermin. Allerdings würde bei dieser Wohnung eine Maklercottage fällig werden. Die muss er sich jetzt bei der Arge genehmigen lassen, denn eine Cottage zahlt das Leistungszentrum nur in einem besonders schweren Fall. Also meine Frau geht am 17. geht sie ins Krankenhaus, OP, also Tumor-OP. Ich bin ja auch krank und wir wissen nicht, wie es mit ihr wird, weil es kann an den Lymphdrüsen schon was sein. Er hat großes Glück heute, die Sachbearbeiterin der Arge genehmigt. Die Bescheinigung ist für ihn viel wert, denn ab jetzt kann er auch über Makler suchen. Eine Wohnung hat er dadurch aber noch lange nicht. Der Makler, Holger Grützer, weiß nichts über die Interessenten, wenn er eine Wohnungsbesichtigung macht. Wenn sie sich entschieden haben, reichen sie eine Selbstauskunft ein. Erst dann wird er erfahren, dass Peter und Angelika Böttcher Hartz-IV-Empfänger sind. Also ich sag mal, bei den Eigentümern sind manchmal schon Vorbehalte. Das kommt aus dem Allgemeinen heraus. Naja, das können ja auch welche sein, die arbeitsscheu sind, so in dem Sinne, die mit der Eigentum nicht ganz so gut umgehen. Okay. Alles gut, ich reiche Ihnen das rein. Die Böttchers hoffen darauf, dass es dieses Mal klappt. Denn wenn nicht, dann müssen sie in eine städtische Notunterkunft. Und zwar am gleichen Tag, an dem Angelika Böttcher nach ihrer Brust-OP aus dem Krankenhaus entlassen wird.